Hallo, ich hatte in vergangenen Videos schon mal über die Trilogie Möbius von Brandon Q. Morris gesprochen und über die Serie Vortex von Michael Hirzi und hatte da jeweils die ersten beiden Bände besprochen und wollte das jetzt nicht direkt zu einem Abschluss bringen, aber ich wollte noch mal kurz darüber reden, ob es sich lohnt, diese Bücher zu lesen. Zumal Möbius jetzt abgeschlossen ist nach dem dritten Band. Ich habe ihn gelesen, das ist schon ein bisschen her, wollte aber mal euch einen Tipp geben, ob es sich lohnt, die Serie anzufangen. Und wollte auch über Vortex nochmal sprechen, was ja eine Serie ist, die noch weiterläuft und deren Ende auch noch nicht veröffentlicht ist. Möbius Band 3 werde ich diese Bücher weiterempfehlen, werde ich weitere Bücher von Brandon Q. Morris lesen. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht wirklich in Eile. Ich habe da andere Sachen, die mir lieber sind und die ich dringender lesen möchte. Ich würde insgesamt sagen, dass die Möbius-Bücher ein interessantes, leicht zu komplexes Science-Fiction-Konzept mit einer auf drei Bände ausgewalzten Story verbinden, die ein recht unspektakuläres Ende haben. Das ist jetzt ein sehr ausgewogenes, sowohl positiv als auch negatives Urteil. Lasst mich einfach mal über den dritten Band ein bisschen reden. Lasst mich mal über was Positives reden. Ich fand es wirklich sehr gut. Wir kriegen hier nämlich neue Protagonistinnen, zwei ältere Damen und die sind halt wirklich älter. Und ich finde es schön, dass in einem Roman mal nicht so die 19- bis 29-Jährigen ran dürfen, sondern auch mal die Älteren. Die sind so um die 70 irgendwie, die beiden Damen, und die sind ein richtig cooles Protagonistenpaar. Es macht wirklich Freude, über die zu lesen, und die sind auch gestandene Menschen und das macht wirklich Spaß. Was ich auch immer sehr schön finde, ist, wenn ein Buch endet, wenn es dann nochmal so ein Nachwort gibt, wo erzählt wird, was mit den Charakteren dann, was weiß ich, 2 Jahre in die Zukunft oder so passiert. Das ist ja auch der Fall, das finde ich auch immer sehr schön, weil das dann nochmal so einen zusätzlichen Sahnehäubchen auf das Ende gibt. Kommen wir zu so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Erstmal, und das gilt nicht nur für diese Bücher, das gilt für alle Bücher, die jemals irgendwo geschrieben werden. Ich brauche weder Informationen noch Updates darüber, wie fickbar die weiblichen Hauptcharaktere sind. Okay? Also, es sei denn, der Roman ist explizit mit dem Thema Sex und Erotik befasst und das ist die Handlung, brauche ich keine Details über primäre oder sekundäre Geschlechtsteile. Okay? Das ist eine harte Regel, die bitte niemals gebrochen werden sollte. Vielen Dank. Zweitens, ich hatte bei den Büchern immer das Gefühl, da sind Kontinuitätsfehler drin. Hier in dem Band ist es tatsächlich so, dass ein Zettel auftaucht, der eigentlich dort nicht sein dürfte und wo auch nie geklärt wird, wo der herkommt. Den dürfte es eigentlich gar nicht geben nach den Regeln dieses Universums. Und so hatte ich oft das Gefühl, so, kann das sein, wirklich? Ich habe es dann einfach akzeptiert, weil natürlich das Thema, also die Zeit läuft rückwärts, ist so wirr, dass man da zum Teil noch nicht mal die richtigen Worte für hat, um darüber zu reden, geschweige denn, dass man sich das irgendwie vorstellen kann. Deswegen habe ich es einfach so akzeptiert. Aber ich hatte immer das Gefühl, so, das ist irgendwie schludrig. Aber es war mir so ein Gefühl, ich habe es halt dann nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit gelesen, um da irgendwie Korinthen kacken zu können. Dann die Lösung von diesem Zeitproblem ist so. Also sie ergibt sich nicht aus den vorherigen Informationen, die wir aus den vorherigen oder der Handlung, die wir aus den vorherigen Bänden haben. Dieses Artefakt ist halt eine unbekannte Größe und dem kann man irgendwelche Eigenschaften zuschreiben, die vielleicht vorher nicht klar waren und auch nicht angedeutet wurden. Und so kann man das dann halt lösen. Das finde ich insgesamt ein bisschen unbefriedigend. Es ist nicht wirklich schlecht in dem eigentlichen Sinne, aber ja, es ist irgendwie. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, ja, okay, dieses Artefakt kann halt das machen, was der Autor gerade von dem Artefakt braucht. Und es ist ein bisschen unbefriedigend. Deswegen, ich bin jetzt nicht so furchtbar in Eile, ein anderes Buch von Brandon Q. Morris mir zu kaufen. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, aber ich bin so ein bisschen, nee. Kommen wir also zu Vortex, wo ja mittlerweile der dritte Band rausgekommen ist, am 31. August. Es sei denn, ihr seid so cool wie ich und seid Patreon bei Michael Hirzi, dann kriegt ihr das Buch schon früher.
dieses Video wird zwar erst im September erscheinen, aber ich habe das Buch schon vor meinem 30. August gelesen. Und ja, also das ist ein Vorteil, falls ihr Patreon seid. Ich werde euch den Link mal lassen unten in der Infobox, weil ich das irgendwie cool finde, wenn man deutsche bzw. deutschsprachige Autoren unterstützt und ja, also Independent-Projekte unterstützt, wenn sie denn gut sind. Und dieses ist gut. Es ist also der Band 3, das verlorene Schiff. Ihr bekommt es auch auf Kindle Unlimited. Und wie man am Titel sieht, bewegt es sich so ein bisschen in so eine Space-Horror-Richtung. Also es ist nicht wirklich Space-Horror, aber es hat so ein paar gruselige Elemente mit einem leeren Schiff, wo tote Menschen sind, wo irgendwas Unheimliches vorgefallen ist und so. So viel kann ich schon mal verraten, ohne groß zu spoilern. Und das ist so ein Genre, was mir unglaublich gut gefällt und deswegen hat mir dieser Band auch unglaublich gut gefallen. Und man muss auch sagen, der endet in einem richtig krassen Cliffhanger, dass man unbedingt weiterlesen muss. Was ich auch gut finde, ist, dass die Handlung doch insgesamt recht zügig vorangetrieben wird. Es wird jetzt nicht unendlich ausgeweilt, dass sie jetzt auf ein unbekanntes Ziel zusteuern und wann sie dann ankommen und so weiter, sondern sie sind dann halt am Ziel. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil ja auch die Geschichten an sich erstmal nur so 100, 120 Seiten lang sind. Es hat mir also insgesamt sehr gut gefallen und ich weiß, dass ich mich über diese Buchreihe immer sehr, sehr positiv äußere. Es gibt allerdings auch ein paar Sachen, die ich daran nicht so gut finde. Und zwar auch inhaltlich und handwerklich. Also zum Beispiel, um das mal jetzt so ein bisschen ausgewogen zu nennen, im Band 2, der fängt an mit einem Traum, wo ich sage, ja, kann man machen, ist jetzt aber nicht tatsächlich das originellste und der beste Anfang, den man jemals machen könnte. Und dann gibt es im dritten Band gibt es auch einen Dialog, der einfach zu expositionslastig ist, um wirklich natürlich zu wirken. Also der ist etwas hölzern und da habe ich gedacht, ja, okay, gut, wir müssen jetzt diese ganzen Informationen kriegen, aber das hätte man vielleicht irgendwie noch geschickter machen können. Was auch mittlerweile so ist, dass es sehr viele verschiedene Charaktere gibt. Es ist ein bisschen schwierig, die Übersicht zu behalten und was auch nicht hilft, ist, dass auch Nebencharaktere oder Leute, die zunächst erstmal Nebencharaktere erscheinen, eine Hintergrundstory kriegen. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, ob das gerechtfertigt ist oder ob das irgendwie überflüssige Informationen sind, weil man sowas eigentlich erst am Ende sagen kann. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück, aber ich habe halt so das Gefühl, hier kommt irgendwie jeder mal zum Zug und ich habe das Gefühl, dass es gerade von den Charakteren her so ein bisschen zu voll wird und es auch schwierig wird, die Übersicht zu behalten. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwie immer 2 Monate zwischen den Veröffentlichungsdaten liegen. Trotzdem für mich ein Highlight von den Independent Science Fiction Autoren und es trifft tatsächlich meinen Geschmack irgendwie so fast zu 100%. Hallo, ich muss dieses Video kurz unterbrechen. Ich schneide es nämlich gerade. Und mir ist aufgefallen, dass ich den Gedanken irgendwie nicht zu Ende gebracht habe. Ich habe ja gerade ein paar Kritiken oder ja ein paar Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben, an der Vortex-Reihe aufgezählt. Und ich muss dazu aber sagen, das sind alles Kritiken, die ich auch so sehe, aber die für mich nicht so sehr ins Gewicht fallen, weil ich mich einfach so gut unterhalten fühle. Und dann ist es mir auch relativ egal, ob die eine Sache ja besser ist oder ob man da vielleicht noch was anderes hätte machen können oder... Ja, das fällt dann für mich nicht so ins Gewicht und ich fühle mich sehr gut unterhalten und deswegen ist es mir eigentlich egal. Ich wollte nur diese Sachen mal erwähnen, weil ich euch diese Bücher nicht überhypen will. Ich finde die super, aber ich möchte halt nicht, dass ihr da mit der Erwartung reingeht, ja, das geilste ever und dann irgendwie enttäuscht seid, weil diese Reihe meinen Geschmack extrem gut trifft, aber das ja nicht unbedingt auf euch zutreffen muss. Deswegen, mir gefällt sie sehr gut. Ich würde auch gerne weiter über diese Serie reden, aber je länger die Serie geht, desto mehr Spoiler sind da natürlich drin. Deswegen überlege ich gerade ein bisschen, wie ich das mache. Ob ich vielleicht sozusagen warte, bis der 5. Band rausgekommen ist und dann über alle 5 Bände mit Spoilern rede. Ich glaube, es soll auch ein Sammelband geben. Ich weiß nicht, ob nach 5 oder nach 3 Bänden. Auf jeden Fall hat die Serie 10 Bände. Ja, wie gesagt, ich würde sie euch ans Herz legen. Mir hat sie sehr gut gefallen, wenn ihr Science-Fiction mögt, wenn ihr so Space-Horror mögt, wenn ihr dieses
ja, dieses Abgeschlossene im Weltraum, auf sich gestellt, dieses Spannende, so was ist passiert, ein bisschen gruselig und auch so ein bisschen verschwörungstechnisch. Wenn ihr das gut findet, dann ist es auf jeden Fall eine Serie für euch. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich da jetzt weiter drüber reden werde. Ich möchte auf jeden Fall drüber reden. Ja, mal schauen. Ich werde mir da was überlegen. Außerdem wollte ich noch sagen, in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich ein Buch gelesen, das mehr oder weniger die gleiche Idee hatte wie Möbius. Und zwar ist das Wrong Place, Wrong Time von Gillian McAllister. Das ist ein Domestic Thriller. Es geht darum, dass eine Mutter ihren Sohn dabei beobachtet, wie er jemanden ermordet. Und von diesem Tag an wacht sie immer einen Tag vorher auf. Also es ist nicht immer ein Tag vorher, aber ja, entweder ein Tag oder eine ganze Woche oder vielleicht auch Monate und Jahre. Sie reist auf jeden Fall rückwärts in der Zeit, um diesen Mord aufzuklären. Und im Prinzip ist das ja mehr oder weniger die Idee von Möbius, nämlich dass die Zeit rückwärts läuft. Das tut sie hier auch. Hier ist natürlich aber der Fokus ein ganz anderer, denn hier geht es darum, diesen Mord aufzuklären. Es geht um diese Familie, es geht um das Muttersein, was man so im Leben alles falsch machen kann, während natürlich Möbius den Science-Fiction-Aspekt in den Vordergrund stellt und es da auch um die Zeitschleife oder dieses Rückwärtslaufen der Zeit selber geht, dass ein Problem ist, was gelöst werden muss, während das hier natürlich nur Mittel zum Zweck ist. Und hier geht es halt darum, rauszufinden, wieso oder was in ihrer Familie schiefgelaufen ist und diesen Fehler zu beheben, so ein bisschen halt wie und täglich grüßt das Murmeltier, nur dass es nicht immer der gleiche Tag ist, sondern dass sie rückwärts reist. Und mir hat es eigentlich insgesamt ganz gut gefallen. Ich finde, dass es ein bisschen zu lang war und mir ein bisschen zu sehr über das Muttersein philosophiert hat und es war auch ein bisschen repetitiv nach einer Weile. Aber insgesamt hat es mir ganz gut gefallen. Es ist auch sehr ungewöhnlich, aber dieses Buch hat tatsächlich mal ein gutes Ende gefunden. Also nicht im inhaltlichen Sinne, sondern einfach im Sinne von, dass es ein einigermaßen befriedigendes und logisches Ende war. Denn solche Sachen sind immer chronisch schwer zu beenden. Ich sage nur hier, die 7,5 Tode der Evelyn Hartkeisel, wo man auch sagen muss, geiles Buch, aber das Ende ist so, oh, geht so. Ja, genau, das ist also durchaus ein Buch, was ich empfehlen würde. Und obwohl es ein bisschen zu lang ist, kommt es schneller zum Punkt als Möbius, hat natürlich aber einen ganz anderen Fokus. So, das war's. Ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle und wollte das nur nochmal erwähnen. Alle Links sind unten in der Infobox und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.